Ach je. Was haltet ihr davon, wenn ich erstmal einen Abstecher zur Akademie mache und euch dann nachkomme? Dann können wir zumindest schon mal die Analyse der Gargülen in Auftrag geben. Warum nicht? Klingt doch vernünftig. Nun dann, bis später. Gut, Iserun läuft in Richtung der Akademie. Der magischen Rüstung, genau. Die anderen 1, 2, 3, was ist mit Rafim? Ja, ich folge dem Mann. Also ich habe eine Hand an dem Mann, aber ich meine, der hat vermutlich ein kaputtes Bein, also wir kriechen vermutlich eher in einem sehr langsamen Tempo in Richtung Kaserne der Ratten. Genau das. Ich habe ein Auge auf Rafim. Ich kann mir nicht leisten, dass er noch einen kaputt macht. Ja. Nichtsdestotrotz ist trotzdem immer noch alles um 14 erschwert. Naja, keine Sorge, ich habe Lösungsansätze. Geißeln. Ja, ihr könnt erkennen, dass der Name der Kaserne tatsächlich abgefallen ist. Also von der ehemals Kaiser-Reto-Kaserne ist nichts mehr übrig. Kaserne der Ratten trifft vielleicht nicht ganz zu. Rauchende, brennende Trümmerteile und einen schlackigen, organisch zerfallenden Drachen Daimoroch, der da immer noch an der Stelle liegt und gerade in den Erdboden sickert. Ach ja, habe mir. Ich kümmere mich bei Zeiten drumherum. Ja, der Effa-Tempel hat sich bereits mit einigen sehr starken Worten zu der Situation geäußert. Ja, wir kümmern uns zeitnah. Also so schnell wie der versinkt, sollten wir das wirklich sehr zeitnah tun. So im Sinne von morgen. Und morgen wird es nichts, vielleicht übermorgen. Ich will einmal schauen. Aber mir, das ist ein untoter Drache, der hier versinkt. Das ist jetzt nicht dein Treffen zum nächsten Tee. Die Statue, vorwärts. Keine Zeit zu verlieren. Ja, er führt euch in die Mitte der Kaserne und betritt da dann eines der fast zerfallenen ja, Gebäudeteile. Ihr müsstet dann noch ein bisschen Schutt wegräumen, könnt euch da dann absprechen, dass er ja, weglaufen kann, er sowieso nicht, aber dass er nicht weghinkt. Der wird euch dann zusehen, wie ihr dann den einen oder anderen Trümmer beiseite räumt, damit ihr dann die Treppe nach unten in den Keller reinsteigen könnt. Wird da wohl auch sehen, wie da wohl andere Fundamente liegen. Also auch hier mit eurer Baukunst könnt ihr erkennen, dass das Priesterkaiserzeit ist, beziehungsweise ukurianischer Stil, wie er hier genannt wird, und nicht der islamitische. Geht ein ja, Bereich nach unten und dann Greifenbildnisse. Und ein Relief der Sonnenlegionäre im Kampf gegen Rondrianer. Im ganzen Gebäude, auf der Seite links, rechts, Wandgemälde hier hineingehämmert, gemeißelt, gut gearbeitet. Könnt ihr sehen, wie ein Bandstrahler nach dem anderen, ein Sonnenlegionär nach dem anderen Rondrianer Schwerter von hinten in den Rücken stößt. Die Theaterritter werden hier vernichtet, aufgerieben. Ich nehme an, dies ist die Schlacht bei Braunklamm im Drachenspalt. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das Erntefest-Massaker heißt? Ich nehme an, es fand während eines Erntefestes statt. Und warum heißt das Massaker? Weil wir abgeschlachtet wurden von euch, euresgleichen. Alpraias Lob von Selem, der größte Feldherr ist, der nicht im Tempel in Nariva steht, als Statue. Habt ihr euch mal gefragt, warum er kein Bildnis bekam? An die Runde Kirche bitter ist. Vermutlich zu Vielleicht Recht, wenn man sich das so ansieht. habt ihr Vielleicht euch mal würden die gefragt, Maul, das Maul stopfen von einem lasst ihn reden, Meerkätzer lasst ihn verbreitet. reden. Habt ihr euch mal gefragt, warum alle anderen Götter verboten warten? Bitte. Wieso hat man Rondra verboten? Gut, weil sie eventuell Rude den Zweiten ermordet haben. Ich frage mich, cui bono, wem nützt es? Nützt es wahrlich den Rondrianern, wenn sie einen Kaiser umbringen und danach für Jahrhunderte gejagt werden? Nun, dass die gerechte Vergeltung aus dem Fuß folgen sollte, haben sie wohl nicht bedacht bei ihrer Tat. Wem hat es denn letztendlich genützt? Wer hat sich denn danach zum Kaiser aufgeschwungen? Wollt ihr etwa Die Priester, Kaiser. behaupten, die Priester des Praias hätten den Thronfolger ermordet, nur um die Macht an sich zu reißen? So sieht es zumindest aus, oder? Seht ihr So ihn sieht es. hier? Er deutet mit seinen gefesselten Händen auf einen besonders leuchtenden Bandstrahler. Das ist er. Der, den ihr eben nanntet. Mit seinem Schwert. Hat einen eigenen Namen. Er hat eine eigene Grabstätte. Arados Klauer sollte
In der Stadt ist Licht aufgebaut sein. Meint ihr? Meint ihr wirklich? Ich bin nicht sicher. Wäre Warum zumindest... lasse ich mir von einem Rondrianer etwas über Heiligengeschichten erzählen? Zeigt uns die Statue! Ich habe gehört, dass das heilige Licht verschwand. Geht! Jetzt! Vielleicht werdet ihr den heiligen Herrn Quanion anrufen, wenn ihr danach sucht. Vielleicht kann er euch etwas darüber erzählen. Ja, taumelt weiter durch die Gänge und könnt noch weitere Greifenreiter erkennen, die hier Scheiterhaufen anfachen, viele Leute, die hier verbrannt werden. Und dann steht ihr in einem Raum, ein kleiner Schrein. Und du siehst eine Statue, dein Bildnis von dir selbst. Er sieht exakt identisch aus mit dir. Hättest du nur ein Auge weniger, dann wärest du tatsächlich der heilige Herr Vitus. Leck mich am Arsch. Sehe mich mit beiden Augen sehr schmal zusammengekniffen zwischen den anderen um. Aber mir, welche Art von Magie wirkt hier? Was für eine Illusion ist das? Nun, ich fürchte, das ist keine Illusion. Tock mal gegen die Wand. Das ist echt. Leck mich am Arsch. 100. Unus eternus est, octo imperant, quorum numeros et corpus nomen eius venerantur. Einer ist ewig. Ach, ich kann's nicht weiter. Man Acht herrschen. In ihrer Zahl und ihrer Gesamtheit ehren sie seinen Namen. Was? Ihr habt die Statue habt ihr doch machen lassen und dann hier aufgebaut. Die habt ihr mitten in der Nacht hier reingeschliffen. Ich? Mit meinem Arm? Mit meinem Bein? Ihr und euer Goldschmied und der, dieser Freiot, der keiner ist, wer auch immer! Das ist kein Gold. Diese Statue wurde 372 erbaut. Von Heliodane von Streitzig. Was? Du jemand was? Was geht hier vor? Habe mir. Hat euer Begleiter jemals güldend geleuchtet? Nun, in den letzten Jahren nicht, nein. Doch, hat er, als wir die Dämonenbrache betraten. Ich meinte in den letzten Jahren, vor so. Der Dämonenbrache. Vor, dass alles hier losging. Allerdings kenne ich ihn jetzt seit 2, 3 Jahren. Wenn ihm damals doch nur ein Auge gefehlt hätte. Was ist das überhaupt, Jana, mit diesem... Hat er nicht über eine Dämonenarche geherrscht, Abelmir? Nach dem, dass du ihn doch wohl das Maul stopfst. Hört dem Mann nicht zu! Lügen, alle miteinander! Er herrschte nicht. Das Schwert herrschte über die Arche. Sagt er, oder? Ich war dabei. Abelmir, verdammte! Hörst du wohl auf, dich mit dem Mann zu unterhalten? Dann stopf ihm mal das Maul, wie ich es gesagt habe. Sonst verbreitet er noch mehr Lügen. Schneid ihm die Zunge raus, wenn es sein muss. Ja, ich stopfe dem Mann erstmal das Maul. Wenn du auf ihn zutrittst, streckt er die Zunge raus. Also, der ist genauso behindert wie diese Ziloten. Ich weiß nur noch nicht, warum die alle so behindert sind. Er geht vor euch auf die Knie, lässt sich da langsam nieder, streckt dann seine Hände aus, seine Zunge. Wie gesagt, du darfst sie ihm rausschneiden, die Geste ist eindeutig. Fragt euch doch einmal, woher der schwarze Arm kommt und warum sein Auge nachgewachsen ist. Nachdem, wenn du dem Mann nicht gleich das Maul zumachst, mache ich selber! Jalan, Selbstbeherrschungsprobe. Plus 14. Warum 14? Weil du immer noch dann mir dabei zugesehen 14, hast, wie ich Unschuldige nicht, foltere. Ja, aber das sind nicht 14, das sind 17. Ich muss gerade mal gucken. Deine Nachteile, Gerechtigkeitswahn und Prinzipientreue. Ach, du meinst Moralkodex. Meinetwegen Moralkodex, weiß ich nicht. Du hattest auch mal den Nachteil einäugig. Ich kann es dir auch noch zusätzlich um 13 erschweren. Meine... Also da kommt einfach alles jetzt drauf. Also ich meine, der Wurf ist nicht schlecht. Der Wurf ist wahrlich nicht schlecht, aber komm, er ist halt ein... Also die Zweifel, die er gerade in euch allen gesät hat. Ich gebe ihm einen kräftigen Tritt. So, schön in die Magengegend.
Er fällt hin. Gegen die Statue von dir. Und dann reiße ich Rafim den Lappen weg und mache ihm endlich den Mund zu. Himmels Willen, Rafim! Im einen reißt dir ein Auge raus und den hier lässt dir quatschen wie sonst nichts. Der spricht ja nur. Aber wieso habt ihr wieder zwei Augen? Wenn dich das angeht, sage ich dir Bescheid. Behalt euch im Auge. Haha, haha, haha. Kommt jetzt, wir haben in der Stadt des Lichts zu tun. Und den hier nehmen wir gleich mit. Wo ist diese verdammte Statue? Wie sollte diese verdammte Statue, also wenn wir schon mal hier sind? Aber, ich fühle mal die Statue, fühlt die sich frisch gemeißelt an? Also ist die immer noch, oder ist die staubig? Wie fühlt sie sich an? Die ist genauso alt wie die anderen. Ich möchte mal nach einer goldenen Schärpe oder irgendwie sowas Ausschau halten. Nach einer goldenen Kette. Nach einem Kettenglied. Du kannst erkennen, dass es wohl einen kleinen Hohlraum unter der Augenklappe gibt. Und dahinter schimmert es. Hier, was auch immer sich dahinter befindet, heraus. Prokelst du ein bisschen mit deinem Dolch herum, kannst dann die Augenklappe wegbrechen, dann das goldene Kettenglied herausholen. Ist vielleicht dieser Mann euer Vorfahre, Jalan? Seid ihm wie aus dem Gesicht geschnitten? Man würde wohl wissen, wenn ich mit einem Heiligen der Brunnerskirche verwandt wäre. Ja. Ihm? Aus dem Winkel, aus dem du gerade auf die Statue guckst, Kettenglied wiegt schwer in deiner Hand, guckst nochmal nach oben, hat sich so ein kleiner Schatten über die Augenhöhle gelegt, da wo die Kette gerade rausgebrochen ist. Jetzt ist es tatsächlich Jalan, mit der Auge, so wie du ihn kennst. Was ei für eine Meisterarbeit. Gib mir dieses Kettenglied, nehmt den Mann und dann raus hier. Meisterarbeit. Die hat er ja aufstellen lassen. Er hat die von irgendwem hat er sie meißeln lassen und dann haben sie hier reingeschafft. Aber warum? Und woher kennt er euch? Vielleicht ist er ein Spion von Galotta. Was weiß ich. Ja, ich übergebe das Kettenglied. Ich hab da jetzt keine Anstalten daran festzuhalten. Was machen wir mit dem Mann in der Stadt des Lichts? Erst einmal schauen wir, ob der andere Priot wirklich tot ist. Wenn nicht, machen wir ihn tot. Dann geben wir den hier bei der Inquisition ab oder so. Die soll sich darum kümmern. Und dann werden wir beide sehr lange und gemeinsam zur Beichte gehen. Weswegen? Das werde ich dir dann erklären. Na gut. Der Geißel. Aber mir erinnert sich an die Märtyrerin, die sich vor ein paar Stunden den Bauch aufschnitt und dann blutend zu Boden brach. Was sagte sie? Wir alle sind Sünder. Wir alle gehen zur Beichte. Und dann erschlug Praios uns, als wir eines Tages rein waren, damit wir nicht wieder sündigten. Wie es eigentlich ja Jalan ständig tut. Ständig sündigt er. Beichtet danach. Oft auf Vergebung, geißelt sich. Schau zweifelnd zu Jalan. Nein, wir können. Nein, das können wir nicht. Natürlich können wir. Kommt jetzt! Währenddessen in der Akademie der magischen Rüstung. Isarun ist nach einiger Zeit durch die Gänge geirrt und kann dann ihre beiden Kollegen wieder finden, die sie gesucht hat. Ja, hier sind zum Gruße. Ah, hier sind zum Gruße, hier sind zum Gruße. Ah, was macht ihr denn schon wieder hier? Isarun, verehrteste. Habt ihr denn nicht die kleine Nachuntersuchung? Danke, mir geht das gut. Also das Medikament, die Kräuter haben wie auch beim letzten Mal sehr gut geholfen. Vielen Dank noch einmal. Seid ihr euch sicher nicht, dass ihr uns ansteckt mit diesen gar widerlichen Karfunkelfiguren? Naja, gut, dann schauen wir besser nochmal nach, bevor es wirklich noch eine Infektion gibt, die ich weitertrage oder so. Ja, aber ja, schaut euch einmal an. Ich habe die Akademie gemalt, wie sie wieder aussieht, wenn sie wieder aufgebaut ist. Ist es nicht ein schönes Bild geworden? Eine Meisterarbeit, möchte ich fast sagen. Eine Meisterarbeit.
Habt ihr denn schon an eurem Traktat wieder arbeiten können, das euch ja verloren gegangen ist? Wenn ihr wüsstet. Ich wollte mir das Buch aus der Bibliothek leihen, aber sie ist geschlossen. Geschlossen! Die Bibliothek! Das ist ich bin mir ganz sicher, Tragödie. Die wird bald wieder offen sein. Denke ich auch. Ein bisschen Staub wischen noch und dann wird das alles schon wieder. Ich hörte ein Regal sei umgestürzt, ja! Ein ganzes Regal! Mit guten Gesetzesbüchern. Nicht auszudenken. Ja, aber der Bibliothekar hat gesagt, er könnte es herrichten. Nun, das bedeutet ja, dass ihr im Moment gar nicht daran arbeiten könnt. Vielleicht, ja, richtig. Vielleicht hättet ihr Interesse an einer anderen hirsindegefälligen Arbeit. Oh, immer doch, gerne. Worum geht es? Habt ihr ein Schwarzmarkt hier gefunden? Man hört ja üble Gerüchte in letzter Zeit, wisst ihr? Einer von uns soll uns verraten haben. Dieser Moren ist... Ich bin mit ihm gereist. Schrecklich sowas. Ja, der ist wirklich von der guten Seite abgefallen. Ja. Ich hörte letztens erst, bei einem Tässchen Tee besprach man es mit mir, gar Dämonenbeschwörung soll man ihm inzwischen nachsagen. Ja, ja. Na, also zumindest treibt er sich mit Schwarzmagiern herum und zwar nicht so knapp. Doch. Was? So schlimm ist es doch geworden. Also, so schlimm ich habe ist es zwar geworden. Ihn erlebt, den Jörgemack, aber so schlimm dabei war es. Dabei wirkte er so harmlos. Ich hätte ihn schon damals bei den Neoniten einweisen lassen müssen. Ja. Also irgendwie hat er ja komplett einen Knacks abbekommen. Ja, wirklich ein guter Mann, den wir verloren haben. Ein wirklich guter Mann. Ich wollte auch schon mehrmals eine Petition starten, dass wir ihn doch endlich einkerkern, aber ich hatte noch nicht die Zeit gefunden. Wir müssten unbedingt mal jemanden schicken, der ein Auge auf ihn wirft. Ja, das wäre wirklich schön. Nur leider hat er inzwischen die Gilde gewechselt und unterliegt gar nicht mehr unserer Gerichtsbarkeit. Was? Er hat das wirklich getan? Ja, und die haben ihn auch noch aufgenommen, einfach so. Was? Ich hatte noch über diesen Antrag gelacht. Diese Ehrlosen. Dieser Dämonenanhänger. Ach, die graue Gilde. Das ist doch nur ein Schritt, bevor man bei der Schwarzen landet. Ja, die sind wirklich... sehr lax. Also nichts gegen eure Lehrmeisterin, Iolaus. Ja, natürlich. Wir haben es auch vorgezogen, ein wenig isolierter zu leben. Oh. Aber zurück zu der Forschungsarbeit, die mir vorschwebt. Was wisst ihr über Gargüle? Gargüle? Oh. Niedere Dämonen. Sollte man vernichten. Oft als Statue getarnt. Aber ich habe auch gehört, sie fressen gerne den guten Stein von Kathedralen weg und setzen sich dann selber dahin als Statuen. Also wirklich. Ja, man sollte regelmäßig die Statuen überprüfen, das ist richtig. Nun, wie es der Zufall so will, sind seit der Schlacht mit der fliegenden Festung Gargüle in der alten Residenz aufgetaucht. Was? Haben sich dort einfach niedergelassen. Nun, bisher hatten wir noch nicht die Zeit gehabt, uns darum zu kümmern. Es war eine kurze magische Analyse gemacht, die dann die üblichen Strukturen uns bescherte. Also dämonisch geschaffenes Wesen und eine feische Spur, die sich irgendwie verlor. Naja, aber ich dachte mal, vielleicht fragte ich besser bei meinen Antimagier-Kollegen nach. Ihr könnt euch ja... Verstehe, natürlich. Sie werden sich wahrscheinlich wie Parasiten an diese elende Festung geklammert haben und jetzt hier sich überall festklammern, wo sie auch noch können. Genau, heruntergefallen oder so etwas. Bisher scheinen sie noch inaktiv zu sein, weswegen wir uns noch nicht darum gekümmert haben, aber ich denke, allzu lange sollten wir nicht mehr damit warten. Oh, sie sind immer inaktiv. Man sollte ihnen niemals den Rücken zuwenden. Die bewegen sich nur, wenn man sie nicht anschaut, habe ich gehört. Wirklich? Ja, richtig. Aber was, feische Magie, sagt ihr? Feische Magie nicht, aber ein gewisser Faden, der Nun, sich in den Sphären verlor. Mit feischer Magie kenne ich mich ein wenig aus. Mein Stab wurde von einer Dryade gemacht. Wirklich? Diese Geschichte müsst ihr mir unbedingt mal erzählen. Ja, die gute Frau lebt ganz in der Nähe von unserem Tempel. Tatsächlich? Aber ist diesen Feenwesen denn zu trauen? Oh, absolut. Nun, nicht allen, aber doch schon. Also, wenn man befreundet ist mit ihnen, dann ja, aber man sollte nicht allen trauen. Also, man sollte nicht in eine Feenwelt hineinstolpern, ohne vorher gefragt zu haben, ob man darf. Iolaus, euer Leben ist so interessant. Ihr müsst unbedingt mehr davon berichten. Oh ja, aber ja. Das Leben am Vulkan war sehr interessant.
Nun, dann packt am besten direkt alles ein, was ihr für eure Analyse braucht, und dann können wir uns auch direkt auf den Weg zur alten Residenz machen. Wo stehen die Statuen denn? Mitten auf dem Gebäude. Auf dem Dach? Also ja, teilweise sind ja die Mauern eingestürzt und dort haben sie sich niedergelassen, auch auf diesen Türmchen und so. Dort sind sie gut zu sehen, das heißt natürlich, sie werden sich wenig bewegen. Richtig. Richtig, richtig. Also ich hole sofort meinen Zeichenblock. Gleich auf dem Weg. Verzeiht, ich bin ein wenig langsam, mein Bein ist noch nicht ganz wieder in Ordnung. Du musst mich stützen, guter Freund, ich stütze euch. Ach, das ist nicht nötig, ich brauche nur meine Krücke. Wo habe ich die hingelegt? Wartet mal. Ah, ich hatte mich wieder darauf gesetzt. Ah, was mir auch immer für Missgeschicke passiert. Ah, das macht doch nichts. Denkt ihr, zwar wieder gerade, aber immer noch kaputt. Ich denke, die Ölfarben werden gut, oder? Die Ölfarben? Ja, ich denke, die Ölfarben. Ah, ich hole die Ölfarben. Vielleicht besser die Wasserfarben. Da seid ihr auch mal wieder ein Schlawiner. Ich nehme auch gleich die Wasserfarben mit. Ja, Eldern stürzt aus dem Gebäude, stürzt aus dem Raum. Ich nehme auch gleich die Staffelei mit. Ja, sie war so eine gute Investition. Ah, es ist gut, ihn wieder begeistert zu sehen. Nicht wahr? Seine Lebensgeister schienen doch etwas gedrückt beim letzten Zusammentreffen. Nun, die letzten Tage haben auch ihn ein wenig mitgenommen. Ach, der Ärmste. Nun ja, ich denke, ich bin auch wieder fit genug, um wieder an die Arbeit zu gehen. Ich habe lange genug auf meinem Hintern gesessen. Naja, ab und zu ist das auch mal nötig, aber wie gesagt, es gibt viel zu tun im Moment. Wir haben die ganze Zeit zu tun. Überall laufen wir in der Stadt umher. Und habt ihr schon diese schrecklichen Zeloten gehört? Was für Geschichten die erzählen? Nein, Zeloten? Was erzählen sie denn? Ach, ganz lästerliche Geschichten über die Zwölfe, die dir der schlechtes Licht rücken. Ganz ketzerische Sachen. Also wir vermuten, dass es so eine ketzerische Sekte hier im Stadtgebiet gibt. Einige davon haben wir schon festgesetzt und die erzählen den Leuten ganz seltsame Sachen, ganz götterlästerliche, und einer hat sich davon heute sogar umgebracht, vor den Augen von einer gesamten Menge und ihrem kleinen Sohn. Wahrlich. Sagt, es besteht nicht zufällig die Möglichkeit, dass sie noch Überreste der Dämonenanhänger sind? Das kann ich natürlich nicht sagen, aber es scheinen wohl zwei andere Geweihte zu geben, die zusammen mit einem Goldschmied zusammengearbeitet haben. Ein Goldschmied? Und diese seltsamen Geschichten verbreitet haben. Ja, ein Goldschmied aus dem Arena-Viertel. Das ist beunruhigend und sehr beunruhigend sogar. Ihr müsst mir unbedingt mehr davon erzählen. Gerne doch. Wir haben ihn heute befragt. Ich war allerdings nicht komplett dabei. Oh, ihr habt ihn eingefangen. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ich kenne mich ein klein wenig aus mit alten Sekten. Meine Meisterin war geradezu besessen davon, eine ganz bestimmte Sekte aufzuspüren. Wirklich? Ja, eine sehr alte Sekte, die sich überall verbreitet hat und wie ein Parasit in jeder großen Stadt wächst. Sie sind schwer zu finden. Ja, wie Parasiten kommen die mir ja auch vor. Also wenn ihr euch damit auskennt, solltet ihr euch das auf jeden Fall mal ansehen. Soll ich euch das Täschlein tragen, dann könnt ihr besser gehen. Oh, gerne doch, gerne doch. Ich bin nur ein wenig langsam. Aber mein Bein sollte bald wieder in Ordnung sein, denke ich. Das hoffe ich doch. Dann lasst uns mal losgehen. Ilas, ich habe auch noch meinen Kohlestift gefunden. Er dann bricht gerade wieder durch das Gebäude. Er hat seine Stoffelei auf dem Rücken. Ausgezeichnet, perfekte Schattenmacher. Ja, perfekte Schatten werden es werden. Ha. Dann auf, führt den Weg voran. Ihr kennt euch bestimmt besser im Gelände aus. Diese furchtbare Trümmer. Ich kam heute Morgen nicht einmal zum Markt. Ja, wenn ihr dann den Weg in Richtung der alten Residenz eintretet, könnt ihr noch einige Kleinigkeiten erzählen. Isarun berichtet von den Sachen, die sie erlebt haben, von den Predigten, sodass Iolaos immer weiter aufhört, aufmerkt. Vorbei an dem Zeltmeer könnt ihr dann über die Bruchsteintreppe nach oben versuchen, euch einen Weg zu bahnen, bis ihr dann auf dem Dach der alten Residenz steht. Vor euch einer der ersten Gargülen, zumindest hatte Ömer sie so beschrieben und Abel mir mit einem Odem analysiert. Vor euch steht ein, vielleicht nur einen halben Schritt groß, ein kleines Ding mit Drachenflügeln und einer grinsenden Fratze. Sieht aus wie ein
Ja, ein Taschendrache möchte man meinen. Mit Hundeschnauze. Halber Schritt groß. Sieht nicht besonders gefährlich aus. Seht ihr, das ist einer von ihnen. Ein seltsames Wesen. Ja, tatsächlich. Seltsam. Ja, sehr... Nicht sehr ästhetisch, aber... Nun, es soll ja Leute geben, die mögen so etwas, aber naja. Seid ihr euch sicher, dass das Dach noch tragend ist? Ich sehe dort vorne einige Löcher. Ich mache mir Sorgen um unsere Sicherheit. Seid unbesorgt. Da, es knarzt noch nicht einmal. Also, da wird sich jetzt nichts mehr dran tun, es sei denn, es fällt eine weitere fliegende Festung drauf. Ach, wenn ihr das sagt, möchte ich euch einmal glauben. Ja, Eldan Gormas legt doch mal seine Hand in den Himmel. Ach, guckt doch mal, nee. Nur der riesige Splitter, der noch aus der Dämonenbrache rausragt. Wir sollten aber unsere Zeit hier oben auf ein Minimum beschränken. Ja, ich kann ja auch aus dem Gedächtnis zeichnen, möchte ich ja an dieser Stelle einmal anmerken. Ja, aber die magische Analyse, diese bitte nicht vergessen. Ach ja, richtig, richtig. Wenn mich der Kunstdrang packt, dann vergesse ich manchmal alles andere. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber ja, Iolaus, ihr... Und diese Sekte, über die ihr da gesprochen habt, davon habe ich ja noch nie gehört. Ja, das klingt ja schrecklich. Also wirklich. Es beunruhigt mich immer mehr und mehr tatsächlich. Es... Ich fürchte, diese Sekte ist etwas Ernsteres, als ihr annehmt, als wir alle jetzt annehmen.